Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Wir sind hier gerade ausnahmsweise mal mit Seidenfuchs unterwegs und sollen mit Morgenstern zusammen uns hier ein wenig erstmal umgucken. Nämlich, soll es hier wohl versteckte Schätze geben. Deshalb gehen wir erstmal zum Innenhof. Oh, oder auch nicht. Wir sollen uns einfach nur umschauen. Hier kann man wohl nicht weiter, oder? Ach so, hier. Ja. Den Brunnen kennen wir. Auf jeden Fall sollen jetzt hier ein paar Truhen aufgetaucht sein und... Oh! Eine verborgene Urne. Schwert der gebrochenen Ranke. Wir haben eine neue Waffe für Seidenfuchs, die jetzt deutlich besser ist. Also daran erinnere ich mich auch noch. Man kann für die Leute, mit denen man jetzt hier rumläuft, weitere Waffen finden. So. Ich muss die Fässer mit dem Drachenpulver unter der Brücke festkeilen. Die Lotus-Assassinen könnten jederzeit hier sein. Haltet sie von diesem Ende der Brücke fern. Da kommen sie. Haltet sie auf. Ich brauche nur eine Minute. Brecht euch bitte keine Nadel ab, Prinzessin. Sehr freundlich. So, wir können jetzt hier so ein bisschen rumlaufen und klassisch angreifen. Wir müssen uns halt hier mit dem Schwert der gebrochenen Ranke merken, hier machen wir unfassbar viel Schaden. Das Langleben, Freundchen. Was denn bitte? Backt hier manchmal ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Aber Kang überlebt. Kang hat noch volle Gesundheit. Heiliger Bolzen! Eine der Zündschnüre hat sich gelöst! Ich brauche noch eine Minute oder zwei! Oh, Pleitenpech und Pannen hier. Beeilt euch, Kang! Ist auch noch Lotus-Assassinen dabei. So. Das Minütchen halten wir definitiv durch. Ach, Kang kämpft sogar selbst so ein bisschen mit. Merkt, mit der gebrochenen Ranke machen wir deutlich mehr Schaden, als wir das mit Seidenfuchs gewohnt sind. Kommt ihr noch? Okay. Lass mich durch, so. Boah. Bisschen heilen. Aber ganz Gesundheit ist immer noch perfekt. Perfekt. Fertig. Und jetzt nichts wie weg hier, bevor alles hochgeht. Die Zündschnur ist kurz. Tja, da bleibt der Belagerungsgolem erstmal stehen. Das wird den Großteil der Truppen aufhalten, aber Flieger brauchen keine Brücken. Unsere Freunde im Tempel haben höchstens ein paar Minuten gewonnen. Gut. Dann auf den Rückweg. Ich glaube, es ist abhängig davon, wen man am Anfang, wenn man letzte Folge gewählt hat, ob man jetzt dann mit Seidenfuchs oder mit... Hoppla. So, oder mit Morgenstern das Schwert findet. Wir haben halt Seidenfuchs ausgewählt. Verflucht! Morgenstern und die Prinzessin waren so gut. Jetzt geht's erst ein paar Minuten später los. Schon besser. Seid still, haltet euch bereit. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Wirbelwind und... Oh! Na,
Mann, was für ein dicker Bober! Endlich mal ein anständiger Kampf! Miep. So. Und ich glaube, der Wein heilt uns diesmal. Oder ich weiß nicht, ob der heilt oder Chi auffüllt oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas macht der Positives für uns. Und er füllt beides auf. Perfekt. Ach, wir haben hier einen Counter, wie viele wir umhauen. So, Dicker. Kann ich auch. So, hoppla. Ich glaube, es gibt irgendwie was, wenn man genug von dem kleinen Lotus-Assassin vorher umhaut. Ich weiß es aber nicht. Zumindest würde ich das bei dem Counter jetzt schätzen. Oh. Ein wenig zurück, bitte. Und... langsam mal ein bisschen weiter hantieren. Es kommen sowieso immer mehr. Oh, scheiße, der Jadegole macht mal richtig viel Schaden. Und zack. Unsagbares Gemetzel. Keine Ahnung, was das genau bringt, aber irgendwas wird es bringen. Ich schau mal kurz. Oh, hier sieht man auch ein bisschen was. Techniken? Nee. Zurück. Merkzettel. Ich vergesse ständig, wo ich letzte Nacht meine Sachen gelegt habe. Deshalb schreibe ich mir diesen Merkzettel. Ich hoffe, so komme ich wenigstens besser klar. Äxte, Klamotten, Bett. Hm. Oh, gut. So. Mal schauen, ob wir den Titel noch steigern können. Oder ob es immer beim unsagbaren Gemetzel bleibt. Auf jeden Fall ein bisschen zurück wieder. Schönen Heilwein bekommen. Der rülpst dabei auch noch, nicht ernsthaft. Aua, das wollte ich jetzt nicht. So, Dickerchen, nur noch wir beide. Oder auch nicht. Was Glück, kümmern wir uns erst um die Kleinen. Der dreht sich dann zur Seite, wenn er schlägt. So. Wieder ein wenig Bölkstoff. So, endlich mal die richtigen anvisiert. Die 40 will ich noch knacken. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das noch höher gehen kann. Komm, metzeln wir uns fröhlich da durch. Wahrscheinlich gibt es alle 20 irgendwas. Ah. So, Freunde. Mal schauen, was bei den 60 kommt. Will ich noch gar nicht, Dickerchen, so. Oh ne, den wollte ich doch gar nicht, verdammt.
bisschen zurück. Ich will ja den nicht mitverletzen. So, die 60 will ich wenigstens packen. So, 57. Drei fehlen noch. Einer ist angeschlagen. Unverletzte Gegner. Perfekt. Zerstörer zahlloser Leben. Der Titel, der klingt doch schon mal cool. Ja gut, dann muss ich jetzt wohl den Dicken erledigen, ansonsten passt das einfach nicht mehr. Das war's dann wohl. Ich glaube, wir sollten zurück in den Tempel. Und zwar schnell, bevor diese Flieger noch mehr Lotus-Assassinen absetzen. Je mehr, desto besser. Lasst sie nur kommen. Aber im Tempel wären wir sicherer. Sicherer sind wir, wenn wir die Gegner vernichten, die sie uns schicken. Aktive Verteidigung ist mehr mein Ding. Ach, geschlossene Faust kriegen wir durch das? Oder ist er allgemein so auf dem Weg dahin? Naja. Irgendwo ist hier jetzt auch was für den, meine ich. Müssen wir nur finden. So, irgendwo hier ist doch... Ja, da geht's in den Tempel, da wollen wir nicht hin. Können wir mit ihm reden? So sehr ich das Gespräch mit euch genieße, ich denke wirklich, wir sollten uns im Augenblick voll darauf konzentrieren, nicht getötet zu werden. Gute Einstellung, Hu. Ach, die 65 bleibt bestehen. Chi-Becken ist gerade nicht wirklich nötig, wir kriegen ja nachher Wein. Die können wirklich nicht viel. So, da geht's in den Innenhof. Schau ich mal, ob hier noch irgendwas ist. Lotus-Assassinen, die abgesetzt werden. Ah, dann taucht hier vielleicht jetzt was auf. Würde ich jetzt mal schätzen, vermuten, hoffen. Kann man hier was machen? Nö. Fokus hat der Kerl ja eigentlich nicht. Aber irgendwo muss das doch sein. Ich bin mir todsicher, dass es für den hier zwei neue Äxte gibt. Wenn nicht, dann... Ach, vielleicht... Ja, wenn wir sowieso dahin rennen sollen... Dann schauen wir uns mal im Tempel um. Das ist es vielleicht, was gemeint war. Och, hier kommen neue die ganze Zeit. Schlimmster Verwüster aller Zeiten. So, sagen, der geht gerade ganz schön ab, der Gute. Dann hoffe ich mal, dass man das da findet. Hier zumindest war ja nichts. Dann einmal hier hoch und hoffen... Ach ne, hier passiert dann was, dann... ist vorbei. Bei dem Krach höre ich die Schreie meiner Feinde ja gar nicht mehr. Hoffentlich hat Walter Himmel einen guten Grund für das Gebimmel. Sorgt ihr dafür, dass die Assassinen hier beschäftigt sind. Ich gehe zum Tempel. Ich höre erst auf, wenn hier alle Knöchel tief im Blut stecken, und zwar kopfüber. Hahaha,
zu Papas Äxten! Alle miteinander! Gut, dann war das wohl das Falsche, was ich gemacht habe, aber gibt Schlimmeres. Da seid ihr ja. Ich habe die Falle vorbereitet und das Signal gegeben. Jetzt seid ihr an der Reihe. Falle? Signal? Habe ich da etwas verpasst? Nein, ich konnte bisher noch nicht mit euch darüber sprechen. Bitte lasst es mich erklären. Das wird euch gefallen, hoffe ich. Man hat mich angesprochen. Ein paar Mal. Die Lotus-Assassinen haben mir vieles angeboten. Sogar, dass ich vielleicht meine Tochter zurückbekomme. Aber glaubt mir, ich hatte nie vor, euch zu verraten. Ihr habt mir gezeigt, dass die Welt, dass mein Leben nicht so sinnlos ist, wie ich früher dachte. Meine Tochter ist schon lange tot. Das Angebot beweist nur, in welche Bedrängnis ihr sie gebracht habt. Da bin ich froh, dass sie mir vertraut. Aber warum planen sie trotzdem einen heimlichen Angriff? Ich ließ sie in dem Glauben, dass ich mitmachte. Aber hört mir erst einmal zu. Ich wusste nicht, ob sie weitere von uns auf ihrer Seite haben. Dann hätte die Hand des Todes vom Scheitern des Plans erfahren. Das ist die Chance, den Anführer von seiner Truppe zu trennen. Die Hand des Todes glaubt, dass er mit einer Gruppe Assassinen ungehindert in den Tempel kommt. Aber ich habe eine Überraschung für ihn. Ich habe Fallen vorbereitet. Ich hatte Kang doch um Sprengstoff gebeten, wisst ihr noch? Die Lotus-Assassinen werden sterben. Und dann gehört die Hand des Todes euch. Warum jagen wir sie nicht einfach alle in die Luft, einschließlich der Hand des Todes? Soweit ich das beurteilen kann, ist er zu stark. Mag sein, dass er bei einer Explosion Schaden nimmt, aber ihr seid diejenige, die auserkoren ist, die Macht hinter ihm zu zerstören. So hochmütig wie der ist, wird er nicht einmal auf den Gedanken kommen, dass meine Loyalität euch gegenüber stärker sein könnte als meine Furcht vor ihm. Die Glocke war das Signal. Er wird bald hier sein. Ich danke euch übrigens für diese Gelegenheit. Ich selber wäre der Hand des Todes nie gewachsen. Aber er soll dafür bezahlen, dass er mich für so schwach gehalten hat. Wollt ihr mich mit meiner Tochter erpressen, dieser Dreckskerl? Sorgt dafür, dass er leidet. Sehr gut, weiter Himmel. Ihr wart ein nützliches Werkzeug. Da irrt ihr euch, fauliger Haufen Abschaum. Das dürfte ihn etwas umgänglicher machen. Ich bin mit meiner Verletzung vielleicht nicht in der Lage, gegen ihn zu kämpfen, aber das hier konnte ich zumindest tun. Ich gehe die anderen warnen. Ihr habt eure Leute besser im Griff, als mein Herr dachte. Und das Versprechen, sein totes Kind zurückzubekommen, ist eine Motivation, der nur schwer zu widerstehen ist. Ja, ihr habt sie nicht im Griff. Eure Macht beruht auf Furcht, meine auf Loyalität. Furcht ist das richtige Mittel für die Massen. Das ist der Grund, warum es mich gibt. Ich bin der Wille des Kaisers. Ich bin die Hand des Todes. Sun Li will, dass ihr sterbt. Ich muss gehorchen. Der Wille meines Herrn leitet mich. Die Kraft des Drachen nährt mich. Ich bin unbesiegbar. Ich muss gehorchen. Dann kämpft, wenn ihr das müsst, aber mich besiegt ihr nicht. Ihr wisst nichts über mich und was ich aushalten kann. Eure Fäuste werden mich nicht bezwingen. Nicht, solange ich gehorchen muss. Oh, ach du Heilige, macht der Kerl einen Schaden. Na, ich wollte sagen, hier speichere ich lieber mal. Und, ne, während des Kampfes können sie nicht speichern. Verdammter Mist.
Gut, dann muss ich das wohl noch in der Folge drin haben. Wie ich gegen den kämpfe. Aber der Kerl ist halt einer der übelsten Gegner im Spiel, wenn nicht der übelste Gegner im Spiel. Weil der halt wirklich mit seiner mit seinen heftigen Angriffen eine riesen Reichweite hat. Wir können ihn immerhin unterbrechen, das ist das Gute an ihm, aber das ist auch das einzige Gute an ihm. Hoffen wir, dass wir den jetzt schnell erledigen. Wird auf jeden Fall eine Folge mit einer gewissen Überlänge. Danach wollte ich eigentlich auch mal eine Aufnahmepause machen, aber egal. Das ist übrigens, wenn der einen trifft, macht der so einen dermaßen heftigen Schaden, dass das nicht so einfach zu verkraften ist. Gleich haben wir... Ja gut, immerhin, wir sind auf einem guten Weg, ihn zu kriegen. So. Aua. Und er heilt sich natürlich. Wir haben ihn. Perfekt. Spiel wird gespeichert. Perfekt. Hm. Ihr wollt es nicht sehen, wie? Ihr müsstet inzwischen wissen, wer die Hand des Todes ist. Aber was er ist, trotzt euch und euren Fähigkeiten. Er ist mehr, als Sun Qin jemals war. Sun Hai verknüpfte ihn mit der Macht, die er dem Wasserdrachen gestohlen hatte, und band ihn an meine Rüstung, um mich zu verhöhnen. Eine unerbittliche, unbezwingbare Kraft, die die Maske meines Verrats trug. Jetzt gehört er mir. Ich würde sagen, an der Stelle möchte ich eigentlich mal beenden. Ich meine, es gab ja ein Autosave, das kann ich ja laden, deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil die hat ja auch schon ziemlich Überlänge und ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Cheerio, euer Scarecrow.